Das ist ja mal eine angenehme Überraschung. Jetzt doch hierzulande erhältlich das LG Class oder auch bekannt als LG Zero. Aluminiumgehäuse hier, sehr gut verarbeitet, dann natürlich auch entsprechend solide und wertig, 147 Gramm und vor allen Dingen 13-Megapixel-Kamera, Selfies mit 8 Megapixel, Videos auf beiden Seiten in Full HD und das Ganze für 250 Euro ohne Vertrag. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da durchaus etliche sich für interessieren und auch vom Design hier erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Lumias damals von Nokia mit diesen, ja auch hier, wie nennt sich das so schön, 2,5D, also mit dem so ganz leicht kissenförmig hier am Rand so ein bisschen, aber nur die Oberfläche jetzt, nicht das Display oder so. Also insgesamt haptisch, wertig, angenehm und vor allen Dingen auch mit dieser Ausstattung sicherlich ein interessanter Preis. 4G, LTE ist dabei. Ihr habt sie drüben vielleicht auch schon gesehen. Speicher lässt sich erweitern. Auch gleich offiziell bis zu 128 GB und intern sind verbaut 16 GB. Von denen bleiben netto noch 9,8 GB nach Aktualisierung aller vorinstallierten Apps. 9,8 GB netto frei. Und was ihr auch wissen solltet, man braucht eine Nano-SIM, also die ganz kleinen Karten. Ja, 5 Zöller, klar, irgendwo muss man natürlich aber auch Kompromisse schließen und da geht es beispielsweise halt hier los mit der Auflösung. Ist halt nicht Full HD, sondern 720x1280 Pixel und daher komme ich jetzt auf eine Pixeldichte, auf eine Schärfe von 135 Pixel pro Quadratmillimeter oder umgerechnet 295 ppi. Ist jetzt 49% unterm Durchschnitt, also nur halb so scharf, könnte man sagen, wie heutzutage üblich, aber bei dem Preis und man sieht es ja hier auch jetzt in der Aufnahme, wo ich mal nah drauf gehe, trotzdem kann man das alles sehr gut lesen, selbst diese kleinen Schriften hier im Menü. Das ist jetzt gar kein Problem. Allerdings sollte man auch bedenken, es ist jetzt nicht Dual Domain. Bedeutet, dass es zwar ordentlich blickwinkelstabil ist, wie man hier auch so sehen kann, aber manchmal verändert es halt je nachdem vom Winkel her so ein bisschen die Farben und die Darstellung. Da muss man dann eben bei dem Preis sagen, ich kriege natürlich nicht alles aus dem obersten Regal. Ist ja logisch. Aber Helligkeit beispielsweise gemessen 466 Candela pro Quadratmeter ist nur 2% unter Durchschnitt, also absolut in Ordnung, schön hell, wie man hier sieht, alles bestens. Dann sollte man noch wissen, es ist der Qualcomm Snapdragon 410 als Prozessor verbaut, heißt Quad-Core, 4 Kerne, nur 1,2 GHz, nur 1,5 GB Arbeitsspeicher, da merkt man dann natürlich schon, das ist jetzt Mittelklasse, aber umgekehrt, wenn man das mal so vergleicht, ist derselbe Prozessor wie beispielsweise im Samsung Galaxy A3, A5, Moto G dieses Jahr, die 2015er Edition oder auch LG G4C. Und deswegen wage ich jetzt mal die Prognose, da die alle zusammen so um die 42-43% unter dem Durchschnitt rangieren, dass wahrscheinlich eben halt auch hier das Class minus 43% unter Durchschnitt dann liegen wird. Das heißt, es ist wirklich nicht das Allerschnellste. Heißt jetzt nicht, man sieht es ja hier beispielsweise auch, das Scrollen klappt prima. Ich werde auch ein paar Apps im Multitasking-Betrieb öffnen können oder auch wenn wir mal hier so ein bisschen durch die Einstellungen scrollen, das geht alles flüssig, aber ich sag mal so grafisch, alle aufwendigste Spiele könnten nicht ganz so flüssig vielleicht laufen. Oder wie gesagt, ab der 5. App oder sowas gleichzeitig, da wird es dann vielleicht ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, damit kann man dann auch noch leben, zumindest bei diesem Preis. Und jetzt kommt der größte Knackpunkt wahrscheinlich für alle, denn das NFC-Feld wird wahrscheinlich keinen interessieren. Auch Wireless LAN N unterstützt nicht das 5 GHz-Band, das neuere, deswegen auch kein Wireless LAN AC. Glaube ich auch noch alle im grünen Bereich, aber Akku fest verbaut ist das erste und vor allen Dingen mit 2050 mAh nicht wirklich allzu üppig. Denn wenn man das jetzt mal so in Relation setzt zum Display, zur Displaygröße und das ist ja immer noch mal der hungrigste Stromfresser, ist das 24% unterdimensioniert. Oder auch beispielsweise Vergleich Moto G, wie gesagt, gleiches Display, gleiche Größe, gleicher Prozessor, hat 2470 mAh oder G4C 2540, nochmal hier 2050, G4C 2540 mAh. Da sieht man eben halt, da ist doch nochmal eine ordentliche
Also einiges mehr an PS unter der Haube sozusagen, was den Akku jetzt betrifft, die Akkukapazität. Deswegen denke ich jetzt mal, dass hier das Class nie allzu lange laufen wird. Otto Normalnutzer, der ein paar Telefonate führt, mal ein paar Mails und ansonsten ein bisschen vielleicht surft oder Musik hört, kommt bestimmt auch damit über den Tag. Da will ich jetzt die Pferde nicht scheu machen. Trotzdem muss man sagen, wer jetzt sehr intensiv sein Smartphone zu nutzen pflegt, der wird da möglicherweise dann so gegen Nachmittag oder Abend ein Problem bekommen oder nachtanken müssen. Dessen sollte man sich bewusst sein. Das ist, glaube ich, auch wirklich der einzige große Haken, den es gibt. Ansonsten von der Verarbeitung so und natürlich auch von den Features her ist das alles typisch LG, da gibt es nichts zu meckern. Da meine ich jetzt beispielsweise hier sowas mit diesem Doppeltipp zum Aufwecken aus dem Standby. Vorführeffekt klappt natürlich jetzt nicht. Oder auch, was mir immer sehr gefällt, ist der Knock-Code. Da müssen wir hier rein. Falls ihr es noch nicht kennt, noch kein LG gehabt haben solltet, da gibt man vorher halt so einen Klopfcode ein und den kann man dann anschließen an beliebiger Stelle auf dem Display, besonders groß, besonders klein, alles egal. Und ihr habt das Gerät gleichzeitig halbwegs gesichert und trotzdem komfortabel schnell entsperrt. Gefällt mir sehr gut. Solche Sachen sind halt mit drin. Deswegen würde ich sagen, so ein bisschen, ja, zwiegespalten. Also wenn ihr Intensivnutzer seid, vielleicht eher sowas wie G4C euch mal anschauen oder andere Geräte. Als Otto-Normalnutzer, glaube ich, kann man hier zum Preis von 249 Euro jetzt nicht so viel mit falsch machen. Ist auf jeden Fall solide, ordentlich. Man muss halt wissen, welche Kompromisse man dann eingeht. Damit hoffe ich, euch ein bisschen geholfen zu haben. Das soweit als erster Eindruck vom LG Class. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.